Gewisse Schäden hat jedes Grundstück hier erfahren auf der Rückseite des Gebäudes. Das heißt also, es sind ja jetzt hier 200, 250 Meter, ich habe es nicht genau gemessen, an Länge der Brandauslehnung, und das ist komplett jetzt in die hinteren Grundstücksbereiche hineingeschlagen. Und insofern hat jedes Grundstück einen gewissen Schaden davon getragen.